Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Engel Links, der Podcast mit Himmelsrichtung. Heute habe ich eine bezaubernde Frau hier bei mir auf dem Sofa sitzen, die wunderbare Fähigkeiten besitzt. Ich bin selbst in ihren Genuss gekommen. Was sie macht, wie sie es macht, das werden wir dann von ihr hören. Doch jetzt möchte ich sie einfach mal herzlich willkommen heißen. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, liebe Petra. Vielen lieben Dank, liebe Miriam, für die Einladung. Hat mich echt gefreut zu kommen. Bin gerne da und bin jetzt schon ganz gespannt, was aus unserer Podcast-Folge entstehen wird. Dankeschön. Danke dir, dass du da bist. Danke an alle Zuhörerinnen. Danke an alle, die uns zuschauen, die uns ihre wertvolle Zeit schenken. Und das ist schon ein Schlüsselwort, wo ich anknüpfen möchte, weil bei dir heißt es ja, liebe Petra, zeitlos. Mhm. Und Zeit ist ja laut meiner Wahrheit etwas vom Kostbaren, das wir besitzen. Und wenn ich dich erlebt habe bei der Massage und bei den Behandlungen, dann habe ich wirklich die Zeit vergessen. Und vielleicht möchtest du uns ein bisschen Einblick schenken in das, was du tust, in das, was du machst. Oder vielleicht auch, wie du zu dem gekommen bist, wo du heute einfach auch wirkst. Mhm. Sehr gerne, dankeschön. Also ja, unser Studio Zeitlos, das ich jetzt seit ja, mittlerweile fast 3 Jahren in Brixen führe, zusammen mit meiner Kollegin, ist entstanden eigentlich auf Umwegen. Eigentlich bin ich gelernte Krankenpflegerin, habe über 20 Jahre im Krankenhaus gearbeitet, wo ich irgendwann gemerkt habe, der Mensch steht irgendwo für mich nicht mehr im Mittelpunkt. Das wird nicht ganzheitlich gearbeitet. Es war einfach irgendwas, wie gesagt, es fehlt was. Es fehlt was, es ist einfach, der Mensch wird irgendwo vergessen. Und dann ist eben die Idee entstanden oder eigentlich der Wunsch von mir entstanden, das Bedürfnis, und die Frage eigentlich, was ist es, wo ich mich wirklich verwirklichen kann. Habe dann eben angefangen, Ausbildungen zu machen. Verschiedene Ausbildungen eben in der Körperarbeit, in der Entspannung, Meditation. Und irgendwann war der Moment, wo ich gesagt habe, so, jetzt verlasse ich meinen Beruf und ein neues Kapitel darf eben beginnen. Und seitdem gibt es das Studio Zeitlos, wo wir seitdem wirken dürfen. Was macht ihr in diesem Studio, dass wir uns oder das andere, ich weiß es ja, sich vorstellen können, was sie bei dir bekommen können? Also unser Studio wirkt sehr ganzheitlich geleitet. Zeitlos ist schon mal das Erste, was wichtig ist. Es ist uns wichtig, dass eben die Menschen wirklich dort zu uns kommen können und ja, sich die Zeit für sich nehmen dürfen, was ja in unserer schnellen Welt oft sehr zu kurz kommt. Meine Kollegin Francesca arbeitet mit der chinesischen Medizin, alles was einfach dazugehört. Und ich in meinem Bereich arbeite sehr ganzheitlich in der Körperarbeit. Also ich massiere, ich schröpfe, also die Massagen sind sehr individuell zwischen Ganzkörpermassagen, Fußreflexmassagen, Rücken, Schröpfen, Tapen mit Klangschalen. Also es wird da immer genau hingeschaut, auch immer mit einem Vor- und Nachgespräch. Was braucht dieser Mensch, der zu mir kommt, jetzt wirklich? Also was können wir jetzt wirklich Gutes tun, damit der danach nach Hause geht und sagen kann, ja, das hat mir jetzt was gebracht. Schön, wenn ich dir so zuhöre, ist es auch so, also was ich ganz stark heraushöre, ist einfach dieses Menschsein ist dir wichtig und ich glaube auch die Berührung, dass ein Mensch, oder kannst du das auch so bestätigen, dass wir Menschen wieder viel mehr Berührungen brauchen, dass wir wieder viel mehr eben Zeit der Langsamkeit, der Zeitlosigkeit brauchen, um wirklich runterzukommen? Kann ich total teilen, also ich glaube, das ist wirklich in der heutigen Zeit vor allem nochmal sehr etwas Wichtiges für den Menschen. Die Kraft der Berührung wird einmal unterschätzt und ist einfach ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also das, was wir durch Berührung bewirken können, ist etwas eigentlich sehr Großes. Und das ist alles, wo ich eben in die Menschen wirklich immer wieder auch das mitgeben möchte und auch erklären möchte, weil auch unser Kopf braucht ja irgendwo Futter. Ja. Wie wirkt Berührung? Was,
was macht es mit unserem Körper, was macht es mit unserem Geist, was macht es mit der Seele, wie funktioniert unser Hormonhaushalt, welche Fasern gibt es, wie wird es weitergeleitet. Ist ja eigentlich alles ja, eine sehr ganzheitliche Sache. Also wir können fast sagen, dass wir so eine Sehnsucht in uns tragen oder fast schon einem Menschen alles entgegenstrecken, damit er uns wirklich wieder auf ganz besondere Art und Weise berührt. Weil Berührung hat ja auch was mit Geborgenheit zu tun, mit Liebe, mit ich bin richtig und ganz vielem. Und das, glaube ich, betrifft nicht nur Frauen, sondern wahrscheinlich auch Männer. Es sind, glaube ich, immer mehr Männer, die eben auch eine Sehnsucht nach Berührung, aber nach achtsamer Berührung, nach tiefer Berührung einfach haben. Und ich sage immer, ich muss jemanden nicht anfassen, um ihn zu berühren. Da ist ja noch viel mehr dahinter. Wir sind ja einfach nicht nur Körper. Ja. Also die Verbindung auch bei einer Berührung findet ja nicht nur mit den Händen statt, also über die Haut statt, sondern da findet ein Austausch statt. Und ich glaube, eine achtsame Massage, wirklich mit Präsenz in dem Moment, löst oder bewirkt nochmal ganz was anderes als wie einfach nur eine körperliche Behandlung. Und das ist das eigentlich, was mir am wichtigsten ist an meiner Arbeit. Und eben die Kombination. Die Kombination von allem. Und das Ganze, das spüre ich bei dir. Also ich kann euch die Petra nur empfehlen, weil wenn du mich berührt hast, war das wirklich, als würde mich wirklich so ein Wesen aus der Anderswelt berühren. Und es gibt nichts Schöneres oder nichts, was mit mehr Selbstliebe verbunden ist, als sich selbst wirklich auch Gutes zu tun. Und ich kenne das ja auch, dass ich meinen Körper viele Zeiten versklavt habe und ihm also keine Massage geschenkt habe und auch mir die Zeit dafür nicht gegeben habe. Doch seit ich wirklich erfahren durfte, wie wichtig es ist, auch dann, wenn es uns gut geht, sich berühren zu lassen. So vorbeugend, obwohl ich vorbeugend nicht unbedingt so in meinem Wortschatz gebrauche, doch als Verständniswort, einfach so als achtsames Entgegengehen in ein gesundes Altwerden, extrem wichtig ist. Und da, glaube ich, sind Menschen bei dir extrem gut aufgehoben, weil du hast gesagt, und da möchte ich noch mal kurz einhaken, dass wir nicht nur, also wir müssen nicht berühren, also mit den Händen, um zu berühren. Ich glaube auch, dass vielleicht auch nur ein Augenkontakt oder ein nettes Wort oder eine Stimmung oder eine Energie berühren kann. Und das macht es ja schon, wenn man bei dir klingelt, da brennt ja immer ein Kerzchen, also ein Licht, das berührt ja schon. Ist mir auch sehr wichtig, also, weil ich von mir aus weiß, was das mit mir macht. Ja. Also wenn ich schon auf eine bestimmte Art begrüßt werde, auf eine bestimmte Art empfangen werde und auch da schon der Raum geschaffen wird und einfach das Gefühl vermittelt wird, ich darf da jetzt einfach sein, ich bin da jetzt richtig, ich darf mir jetzt die Zeit wirklich für mich nehmen, macht das schon mal was ganz anderes mit einem Menschen, glaube ich. So empfinde ich es zumindest. Und so möchte ich das eben auch weitergeben, ist mir ganz wichtig. Und es gibt auch, ich werde zum Beispiel immer zuerst mit meinen Kunden sprechen kurz. Ja. Was brauchen sie wirklich in dem Moment? Ja. Weil oft ist es so, dass man denkt, ja, man geht jetzt zu einer Massage, ich lasse mir mal den Rücken durchmassieren. Und im Grunde, wenn man dann ins Gespräch kommt und genauer hinschaut, ist eigentlich gar nicht die Rückenmassage das, was gebraucht wird. Ist ja, unser Körper ist ja eigentlich, oder unser System ist ja viel komplexer. Ja. Es geht da auch um die Zellerinnerungen. Also jede von unseren Zellen in unserem Körper, die sind sowieso wie ein kleiner Computer. Also die haben alle Erinnerungen, wo einfach unsere Erfahrungen, unsere Gefühle, die wir erlebt haben, einfach gespeichert sind. Oft sind das dann nicht nur schöne Gefühle, oft sind das einfach Traumata, die sich dann über die Massage auch lösen dürfen. Und ja, einfach ganzheitlich. Mhm. Was brauchst du? Wo können wir anfangen? Wo soll es hinführen? Was darf sich lösen? Ich finde das so schön. Ich liebe sowieso Menschen, die ganzheitlich sehen, weil das einfach, glaube ich, auch das Rezept der neuen Zeit ist oder das Rezept der Zukunft ist. Und auch so, wie du sagst, diesen Raum zu geben, mal zuzuhören, da zu sein, wirklich hinzuhören. Also nicht nur, jetzt machen wir klassisch das, was wir ausgemacht haben, sondern diese Flexibilität, die du ja dann auch lebst, nicht? Wir machen das, was wirklich wichtig ist für dich. Ist es so, dass du aufgrund deiner, ich
glaube, schon sehr langen Erfahrung als Krankenschwester, du warst ja in der Psychiatrie auch tätig, dass du da einfach wirklich das Defizit bemerkt hast, dass du nochmal für dich, und das ist ja ein Geschenk an uns alle dann, noch einmal bemerkt hast, um was es wirklich geht oder was ein Mensch wirklich auch für psychische Gesundheit, wir reden immer nur von der physischen Gesundheit, braucht. Und da möchte ich gern mit dir als Expertin ein bisschen einsteigen, weil ich schon beobachte in Südtirol, vielleicht auch bei euch in Deutschland, Österreich oder so, schon eine sehr große, also eine Auffälligkeit ist, wie viele Menschen davon betroffen sind. Ja, sehe ich genauso. Ja. Also es ist wirklich, ich habe fast 20 Jahre in der psychiatrischen Abteilung gearbeitet und es war immer wieder so, dass wirklich auffällt, dass die Menschen echt ein Berührungsdefizit haben. Und ich muss jetzt sagen, so rückblickend war es mir damals aber gar nicht so bewusst. Weil manchmal wäre vielleicht eine Berührung oder eine Fußmassage, egal was in dem Moment, hätte vielleicht diesen Menschen viel mehr erreicht und viel besser aus dieser Krise geholfen als irgendein Gespräch. Ja. Und so wie ich das jetzt sehe, ist einfach so, dass ich sage, die Kombination macht es aus. Also das Gespräch irgendwo, ich darf mir auch was mal von der Seele reden, auch der Verstand darf sich irgendwo einbringen, soll ja auch irgendwo Platz haben. Dann einfach nochmal das Lösen über die Körperzellen, über die Muskulatur, über das ganze System, als großes Ganzes ist eigentlich das, das dann am effektivsten ist in meinen Augen. Und das ist auch das, wo ich einfach sage, da darf man vielleicht auch in der klassischen Medizin mal gerne anders hinschauen. Ja. Wäre schön, wenn es so wäre. Und so einfach. Es ist ja im Grunde genommen das Natürlichste, was wir Menschen seit Beginn, seit dem ersten Geburtsminute an brauchen, um wirklich auch zu überleben. Ich glaube, dass das sogar überlebensnotwendig ist. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall sind da ja auch Studien gemacht worden, wo man eben gesehen hat, also auch wenn man Babys, wenn man Kindern alles gibt, was sie zum Leben, zum Überleben brauchen, wenn es an Berührung fehlt, Dann werden die sterben. Ja. Und im Krankenhaus habe ich aber auch immer wieder beobachtet, dass viele Menschen aber einfach auch Schwierigkeiten mit Berührung haben. Das ist das andere Thema. Ja. Also es ist eine Hemmschwelle. Das ist, glaube ich, auch ein Thema der Gesellschaft. Ja, und ich glaube auch, dass wir es zwar sehnsüchtig uns wünschen, doch auch, glaube ich, uns so gewöhnt haben oder uns daran gewöhnt haben, so im Verzicht zu leben. Weil ich weiß auch, dass ich mich nicht gern berühren habe lassen. Hat, glaube ich, auch was mit Kontrolle zu tun. Also so war es bei mir auf jeden Fall. Und auch, ich will dich nicht ganz zu nahe heranlassen. Denn was, wenn du mich nochmal verletzt oder wenn ich wieder verletzt werde? Und glaubst du, dass wenn es... Es fällt mir einfach eine Idee ein, vielleicht hört ja hier jemand zu, der vielleicht Psychiater ist oder Psychologe ist oder dort arbeitet und ich bin keine Expertin, bitte, und ihr seid da Profis, doch vom Menschlichen her, ich denke mir, wenn es wirklich so für diese Menschen, die mit diesen Menschen arbeiten, auch sowas gibt, wie sagt Berührungsstunden oder einmal im Monat dürfen die zu einer Massage gehen oder dürfen die wieder kennenlernen, wie es sich anfühlt, dass das vielleicht eine Möglichkeit wäre, dass sie es selbst weitergeben könnten? Ja, das wäre sicher eine super mega Möglichkeit. Ja. Und wie du schon gesagt hast, es braucht nicht viel. Nee. Es braucht eigentlich wenig, um viel zu bewirken. Und in meinen Augen darf das einfach wieder die neue Normalität werden. Also das sollte einfach wieder dazugehören. Also Hand in Hand sollte es einfach, es sind einfach mehrere Therapieformen in dem Moment, bewirken einfach Großes. Ja. Auf jeden Fall, und ich würde sogar fast sagen, es muss wieder zur Normalität werden, weil dieses Müssen einfach auch das ist, was uns einfach weiterbringt. Und wir sind ja zwei Frauen, die hier sitzen, und dieser weibliche Aspekt ist ja auch genau der, der die Berührung ist. Und das, was das Schöne an der Berührung ist, es kostet nichts. Es wäre kostenlos. Doch ich glaube, was es uns kostet, und was sagst du dazu, Petra, ist die große Überwindung, es wirklich zuzulassen, den Mut zu haben. Auf jeden Fall kann ich auch wieder so teilen mit dir. Es ist, wir Menschen, wir haben ja unser Verstand, sagen wir mal so, unser Verstand funkt uns ja immer wieder dazwischen. Ja. Das, was ich einfach sage, wir dürfen wieder fühlen lernen. Und
Das ist eigentlich eine Mammutaufgabe für viele von uns. Also ich schließe mich da ein. Ich darf mich auch immer wieder erinnern, einfach hinzufühlen, was brauche ich in dem Moment, was tut mir gut. Und da ist es oft so, dass uns der Verstand da einfach eine Grenze setzt. Berühre mich jetzt nicht, weil es kann ja sein, dass sich irgendwas zeigt, das will ich gar nicht fühlen. Ja. Das will ich gar nicht sehen. Deswegen ist es, wenn sich Menschen auf Massagen wirklich einlassen, dann passieren ja oft so kleine Wunder, dass sich wirklich danach also einfach Sachen lösen dürfen, verändern dürfen, neu zeigen dürfen. Und das ist das Schöne, finde ich. Das kann ich bestätigen. Und ich glaube auch, dass das Fühlen uns einfach so ungewohnt erscheint. Doch dabei, ein Gefühl lügt niemals. Und ein Verstand, natürlich, der kann uns die verschiedensten Horrorszenen erzählen und bringt uns total weg von der Realität. Doch ich sage immer, wir brauchen wieder Vorbilder. Vorbilder. Und ich glaube, es gibt wirklich Ärzte und Menschen und Pfleger, die wirklich noch berühren. Und die berühren aufs Tiefste. Also da könnte ich dahin schmelzen. Das löst in mir so ein Gefühl aus, wo ich mir denke, wow, der sieht den Mensch. Ja. Gibt es. Ich denke auch, gibt es auf jeden Fall, aber es sind zu wenige. Genau. Es sind zu wenige, um wirklich jetzt Großes bewirken zu können und auch um wirklich da eine Veränderung zu erreichen. Ja. Und das ist das, was ich einfach schade finde, weil wenn man sich da zusammentun würde und einfach mal gemeinsam hinschauen würde, was können wir wirklich jetzt in dieser Situation für diesen Menschen tun? Und da müssen wir halt wieder die Barriere der Konkurrenz durchbrechen, nicht? Und das Ego ein bisschen ruhiger stellen, weil ich glaube, dass es jeden braucht. Es braucht den Facharzt, dann braucht es die Krankenschwester, dann braucht es vielleicht den Musiktherapeuten, dann braucht es vielleicht den Ergotherapeuten, den Psychologen. Also ich glaube, dass wir alle was dazu beitragen. Und dann vielleicht braucht es auch, oder ich bin überzeugt, auch diese spirituelle Ebene, wo ich nochmal eine andere Erklärung zusätzlich ergänzend bekomme. Doch wir spielen alle gegenseitig. Anstatt miteinander. Ja, und das finde ich eigentlich schade. Ja. Ich finde das schade. Ja. Und da auch das Thema Spiritualität, was ist das eigentlich? Viele wissen gar nicht oder haben gar keine Erklärung für sich, was ist es? Es ist gleich schon etwas, wo gesagt wird, oh nee, die ist ja spirituell. Ja. Ohne eigentlich zu hinterfragen, was ist das? Genau. Generell hinterfragen wir ja viel zu wenig. Mhm. Wir fragen ja nicht mal nach, weil wenn jemand sagt, ach, das ist das und das, nicht? Und wenn wir dann fragen, was bedeutet denn das, dann wird auch nicht mehr weitergeredet. Ja, was ist spirituell eine schöne Abzweigung? So, ich glaube, dass wir sowieso alle spirituell sind, dass es nichts gibt, was nicht spirituell ist. Dass es für mich eine Verbindung mit einem geistigen Bewusstsein ist, eine Verbindung mit dir, mit deinem Weg, authentisch du zu sein. Und ich glaube, das ist ja eigentlich das, was jeder von uns möchte. Jeder. Und ich glaube auch, Spiritualität ist eigentlich etwas ganz Individuelles. Genau. Jeder darf da selber für sich hinschauen. Ja. Was ist das? Und Glauben ist etwas Freies. Jeder darf glauben, was er möchte. Und glaube ich, darf auch akzeptieren, dass es 8 Milliarden verschiedene Glaubensrichtungen gibt oder verschiedene spirituelle Ansätze. Doch wenn Spiritualität vom Alltag entfernt wird, wenn es vom Leben entfernt wird, dann ist es für mich alles andere als spirituell. Finde ich auch so, ja. Finde ich auch und so. Und natürlich werden wir alle ein bisschen in denselben Topf geworfen, nicht? Wenn es darum geht, ach, die ist eh so spirituell oder der eine ist wahnsinnig oder der andere ist dieses. Mhm. Ich glaube, die Achtsamkeit, da sind wir wieder bei der Achtsamkeit. Die Achtsamkeit gegenüber jedem Lebensstil oder Lebensweg. Mhm. Und ich glaube, wenn die Psychiatrie, die für mich wirklich in die Babyschüche noch steckt, sich ein bisschen öffnen würde für etwas anderes, würde es, glaube ich, extrem viel Potenzial wieder freilegen. Wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall. Sehe ich total ähnlich. Und da, muss ich sagen, hatte ich auch immer so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Mhm. Weil es ist alles, was ein bisschen anders ist, wie sich die Gesellschaft das so vorstellt, das wird dann gleich in irgendeine Schublade gesteckt, bekommt eine Diagnose und muss therapiert werden. Ja. Und das ist einfach das, wo ich dann einfach gemerkt habe, nee, das möchte ich nicht, da möchte ich auch nicht mehr, das möchte ich auch gar nicht mehr unterstützen. Und es ist einfach, nichts
gegen Medikamente. Es gibt Situationen, da braucht es Medikamente. Ja. Ich bin ja auch nicht umsonst Krankenpflegerin. Mhm. Ich habe meinen Beruf geliebt und ich teile auch viele Ansichten. Ja. Und alles gut. Aber es ist einfach, es geht für mich geht es einfach in eine extreme Richtung. Ja. Und da bin ich so ein Mensch, der sagt, alles extrem, alles, was in eine bestimmte Richtung geht, ist für mich jetzt nicht stimmig. Ja. Weil man könnte jetzt so viel anders anbieten, so viel anders machen, um zu vermeiden, dass der Mensch in dem Moment jetzt gleich ein Medikament kriegt, damit er einfach ruhig ist und alles ist gut. Anstatt mal dahinter zu schauen, warum ist die Situation jetzt so, wie sie ist? Warum darf die jetzt gar nicht so sein? Mhm. Vielleicht wäre es ja möglich, dass das einfach jetzt so sein hat, so sein darf und seinen Raum hat. Da hast du was ganz Schönes gesagt und ich glaube, das Defizit liegt da ja schon in der Erziehung der eigenen Kinder. Weil wenn ein Kind schreit, entweder es bekommt einen Lolli oder es bekommt heute schon das Tablet vorgestellt oder es wird ruhig gestellt. Ich glaube, dieses, wie du sagst, dieses Aushalten lernen. Ja. Ups, das macht jetzt was mit mir, wenn jetzt dieser Patient rebelliert oder das Kind schreit. Und mal tiefer zu gehen und sagen, okay, was würde ich mir wünschen, dass es sofort aufhört. Doch das Leben wird niemals aufhören. Ich glaube auch nicht, wenn wir sterben, wird es irgendwie wieder weitergehen oder wirst du irgendwie hier wieder weiterwirken. Doch ich glaube, dieses Ruhigstellen, dieses Emotionslosmachen, genau. Ich glaube, das ist ein großes Manko, ein großes Defizit. Und da dürfen wir Eltern anfangen und sagen, jedes Kind darf weinen, es darf lachen, es darf schreien, es darf wütend sein. Erlaube ich es mir? Ja, das Thema, glaube ich, das liegt ja wirklich an uns, wie du schon gesagt hast, weil wir es vielleicht auch nicht aushalten in dem Moment. Da ist auch wieder irgendwo ein Bedürfnis dahinter, was man vielleicht auch hinterfragen kann irgendwo. Ich glaube, dass es sowieso wichtig ist, dass wir viel hinterfragen dürfen. Zum Beispiel bei meinen Ausbildungen, wenn da jemand weinend beginnt, dürfen die anderen kein Taschentuch reichen. Die brauchen auch nicht hätscheln und tätscheln. Ich sage immer, nein. Du bleibst bei dir, weil du hältst es nicht aus. Doch wenn wir endlich mal den Raum finden, unsere Tränen fließen zu lassen, dann darf das nicht wieder unterbrochen werden. Weil dann muss ich mich ja wieder zusammenreißen, damit der andere wieder zufrieden ist und es wieder gut ist. Ja, und es kann ja auch schön sein, zu weinen. Total. Also ich glaube, ich schließe mich da ein, weinen ist nicht so meine Stärke, muss ich jetzt sagen. Meine also auch nicht. Aber wenn man dann wirklich mal so weinen und sich auch öffnen kann, das kann ja auch ein sehr befreiendes Gefühl sein. Und wenn da jemand dann wieder gleich da ist und sagt, oh, nicht weinen. Ja. Oder auch okay, der weint jetzt, der ist jetzt traurig oder der ist jetzt unruhig. Ah, da geben wir mal jetzt ein Bedarfsmedikament. Genau. Irgendwo, glaube ich, sind wir noch nicht richtig. Kommen wir da nicht hin, wo wir eigentlich hinwollen. Ich glaube, dass wir einfach die Grundbedürfnisse übergehen. Und mit der Wut ist das Gleiche. Mal so richtig einen Wutausbruch zu bekommen, das tut gut. Ah ja. Das setzt Transformationskräfte und frei. Wie. Und ich glaube, liebe Petra, was wäre, wenn vielleicht wirklich all diese Menschen, die wirklich eine psychische, also wirklich jetzt eine Erkrankung aufzeichnen oder wirklich ein Hilfeschrei, vielleicht auch etwas aufzeigen. Vielleicht sind sie die Statisten des Lebens. Ich glaube, das ist jetzt ein Vogel hergeplatzt. Das war vielleicht ein Zeichen, doch wir interpretieren hier nichts. Durch dass es wirklich darum geht, vielleicht sind sie die Statisten wirklich, um uns zu erinnern, hey, wir müssen wieder zurück zum Fühlen. Ich sage sowieso, wir sind Gefühlsflüchtlinge. Ja, ist so. Aber Fühlen macht Angst. Ja. Und was macht die Angst mit uns? Das ist dann einfach die nächste Frage. Was machen wir mit der Angst? Die drücken wir gleich weg. Genau, und ich glaube, da ist das, wo wir einfach alle dahinter schauen dürfen. Ja. Und da ist es oft so, dass man wirklich über Berührung einen anderen Zugang bekommt. Und jeder fühlt Berührungen anders. Mhm. Der eine hat mehr Zugang über die Füße, der andere sagt, ich brauche eine Ganzkörper, ich brauche eine Kopfmassage, ich möchte irgendwo mit Klangschalen arbeiten. Da ist eben einfach wichtig, dass man hinschaut, wo erreiche ich diesen Menschen, wo erreiche ich diese Seele jetzt wirklich? Und da sage ich auch immer zu meinen Kunden oder auch in den Kursen, die ich dann anbiete, Massage ist nicht gleich Massage. Deswegen ist es mir auch immer wichtig zu sagen, jeder von uns kann berühren. Ja. Und das haben wir aber vergessen. Wir haben vergessen, mit
oder was wir eigentlich auch zu Hause bei unseren Lieben, das Partner, Partnerin, Familie, egal wer, was wir eigentlich durch Berührung bewirken können. Ja. Oft trauen wir uns nicht, weil wir sagen, oh nee, massieren, ich kann das nicht und ich kann die Technik nicht und vielleicht mache ich irgendwas falsch und zweifeln an. Und ja. Genau deswegen, ich sage auch immer, macht Kurse, wenn ihr euch unsicher seid. Wir sind uns gar nicht klar, wie viel Gutes wir durch eine Massage bewirken können. Jeder Einzelne von uns. Ganz sicher. Doch wie du sagst, eben dieser Mut, es einfach mal zu probieren. Und da ist ja auch wieder diese Angst, perfekt sein zu müssen, vielleicht auch hinter uns zu lassen und zu sagen, ich gebe mich dem hin. Und es ist ja auch, was ich noch sagen muss, also wenn man massiert oder massiert wird, das ist ein Austausch. Ja. Und ich kann jedes Mal sagen, also ich kann immer noch nicht genau sagen, was ich lieber mache oder was mir jetzt in dem Moment mehr bringt. Ob es das Geben ist oder das Nehmen. Weil es ist ja immer ein Berührungsaustausch, wo einfach dann auch ganz viel Energie zum Fließen kommt, die sich bewegen darf, wo Neues entstehen darf, wo einfach, passieren dann oft so kleine Wunder. Das kann ich bestätigen. Es ist ja ein Feld, nicht? Das ist ja ein gemeinsamer Raum, der wirklich kreiert und gestalten wird. Und ich glaube, dass wir die Aufgabe und die Pflicht auch haben, wirklich einfach zu Ja zu sagen. Wieder dieses Bedürfnis zu spüren, ich brauche jemand, der mich entweder hört, der mich sieht, der mich in den Arm nimmt. Das merke ich ja selbst. Manchmal, wenn wir so in der Emotion gefangen sind, dann wollen wir auf keinen Fall berührt werden. Doch wenn einer nicht nachgibt und dich trotzdem in den Arm nimmt, der dich jetzt natürlich gut kennt, dann wird es anders. Bei Kindern auch, wenn sie so wirklich wütend werden und du sie wirklich hältst und sagst, und ich hab dich lieb und so, dass sie auslassen. Und ich glaube auch dem Raum geben, wie wir vorhin eben gesagt haben, das ist auch ganz wichtig, es darf sein. Und auch, wie du richtig gesagt hast, das Bedürfnis zu spüren, aber auch das dann einfach anzunehmen, annehmen zu können in dem Moment. Weil wir sind da ja Profis, dann zu sagen, oh na, da ist jetzt meine Mauer, berühr mich nicht, lass mich in meiner Bubble und gut ist. Ich glaube, da dürfen wir auch wieder bei uns hinschauen. Total. Und ich glaube auch so ein bisschen den Mut wieder finden, zu sagen, okay, ich gehe doch ein Stückchen hinter die Mauer. Sonst werden wir diese Wunder nie erleben können, auch nie Magie spüren können. Und worauf ich nochmal eingehen möchte, und das betrifft uns alle, dass wir immer alles schnell wieder weg haben wollen. Dass wir zwar wissen, traurig ist gut, vor allem wir, wenn wir so spirituell uns beschäftigen, doch 5 Minuten, dann ist ganz gut. Oder wenn es dann eine Woche, 2, 3, 5, 2 Monate dauert, ein halbes Jahr. Darf es dann immer noch sein? Darf ich mir erlauben, so lange mal in einem Gefühl zu sein? Da wird es schwierig, weil es die Gesellschaft nicht akzeptiert und weil wir das Gefühl haben, du darfst jetzt nicht so sein. Doch das Thema habe ich dann damit, wenn ich glaube, jemand anders darf nicht so lange in einer Emotion bleiben. Und ich glaube, Zeit, wie ihr zeitlos, ist ja relativ. Und manches dauert auch Jahre. Ja, und darf auch Jahre. Genau. Jahre dauern. Da sind wir, glaube ich, einfach manchmal dann wieder zu streng mit uns selber. Ja. Das darf jetzt nicht sein. Das ist jetzt nicht mehr gesund. Kriegen wir ja auch ständig gesagt, irgendwo. Wie ich vorhin sagte, es wird dann gleich in die Kranksein-Schiene eben geschoben. Was ist krank? Was ist gesund? Wäre ein nächstes Thema irgendwo. Wunder, ich liebe dieses Thema. Ich glaube, das ist aber einfach für jeden auch wieder etwas anderes. Und vor allem kategorisieren, wir stellen ja ständig Diagnosen. Ja. Wir stellen ständig, du hast es davor so schön gesagt, auch Spiritualität ist ja mittlerweile schon eine Diagnose. Ja. Esoterik noch eine brutalere Diagnose. So. Und ich finde einfach immer die Aussage, wir sind nicht Menschen, die ihre spirituelle Erfahrung auf dieser Welt machen, sondern wir sind spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung auf dieser Welt machen. Vielleicht noch mal ein bisschen anderer Blickwinkel, wer da mal hinschauen möchte und das hinterfragen möchte. Und ich bin eigentlich immer diejenige, die sagt, wir leben auf der Welt und das ist gut so. Und wir sollen unsere Erfahrungen machen und wir sollen unsere
unseren Weg gehen. Mhm. Finde ich ganz wichtig. Aber ich glaube, wenn wir uns irgendwo begleiten lassen, mit verschiedenen Tools oder auch eben mit der Verbundenheit, nennen wir es Universum oder Schöpfer oder was auch immer, dann kann die Erfahrung einfach noch tiefer werden und anders werden. Und vor allem, wenn wir aufhören, etwas auszuschließen, weil, wie du sagst, manchmal ist das Medikament so wichtig und manchmal ist die Berührung so wichtig und manchmal ist vielleicht ein Reading so wichtig. Ich glaube, dass alles zusammengehört. Wir haben ja nicht nur einen Körper, wir haben ja diese fünf Körper. Und bei ganz, die sich ja ganz viel mit der Spiritualität beschäftigen, ist es umso wichtiger, diese irdische Komponente wieder zu spüren, dieses sich im Körper wieder wohlzufühlen. Und für andere ist es wieder wichtig, sich ein bisschen zu öffnen. Ich glaube, die Balance ist das Schlüsselwort, der Ausgleich und uns die Zeit zu geben. Es darf so lange bleiben, wie lange es bleiben möchte. Und wie du sagst, eben da gibt es, ich weiß, Veronika beschließt zu sterben. Kennst du das? Kenn ich, ja. Wo dann auch so die Metapher, die mir hängen geblieben ist, die ist auch psychisch krank, wo irgendwann die Frage aufkam, sind sie vielleicht die Gesunden und alle anderen die Kranken? Wer weiß das schon? Und ich glaube, dass Krankheit so negativ bewertet ist und dass wir uns alle so schuldig fühlen, wenn wir krank werden. Und da läuft was schief, weil im Grunde genommen ist es immer ein Wachsen, ein Entwicklungsschmerz, ein Entwicklungsweg und da gibt es kein richtig und kein falsch. Und deshalb, was schon wichtig ist, ist das Umfeld. Wenn du Menschen hast, wie wenn ich jetzt zu dir komme und ich das Gefühl habe, boah, du akzeptierst meinen Zustand, der vielleicht auch schon 10 Jahre geht, dann weiß ich, wow, ich bin vielleicht doch nicht ganz so abnormal. Doch wenn wir Menschen haben, die sagen, nee, also das geht jetzt schon gar nicht und das magst du unbedingt dir helfen lassen, verändert es wieder was, oder? Ja, natürlich, aber es gibt, ich sage immer, es gibt jeder Mensch soll sich denjenigen, diejenige genau das suchen, was in dem Moment für ihn stimmig ist. Ja. Also es gibt nicht richtig oder falsch. Also da sind wir aber auch dann wieder beim Gefühl. Also wenn du dich irgendwo aufgehoben fühlst und richtig fühlst und sein darfst, dann ist irgendwo egal, wo du bist in dem Moment. Dann kriegst du irgendwo den Raum und öffnest dich vielleicht dann auch. Hingegen, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, wo ich mich nicht wohlfühle und vielleicht nicht gesehen fühle oder so, dann verschließe ich mich ja eher wieder. Doch da musst du mal hinkommen, dass du deinem Gefühl wirklich vertraust und dass du wirklich so mutig bist und sagst, irgendetwas passt da nicht. Ich kann es zwar nicht benennen und das ist's ja. Wir lassen uns ja viel zu viel vom Verstand führen und von dem, was richtig und falsch ist. Aber ich muss sagen, ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Total. Ja. Also viele meiner Kunden, Kundinnen, also die kommen wirklich, weil sie sagen, es fühlt sich richtig an. Ja. Oder gehen sonst irgendwo hin, weil sie einfach sagen, es fühlt sich für mich in dem Moment richtig und gut an. Und das ist auch gut so, das finde ich schön. Und die ziehst du ja auch an. Ich denke mir, das ist ja dein Aushängeschild auch, diese Ganzheit, dieses Ich berühre dich mit Achtsamkeit. Wir schauen hin, was du wirklich brauchst. Und da ist ja die wunderschöne Erfahrung der Psychiatrie-Karriere total wichtig und ein Geschenk für all deine Kunden und Kundinnen. Da bin ich auch immer wieder froh drüber, muss ich sagen. Ja. Also für mich ist einfach immer dieser Mittelweg wichtig. Ja. Also kein Extrem, einfach wir haben eigentlich so viele Werkzeuge, die wir nutzen können. Und irgendwo, wie du vorhin auch gesagt hast, das Ausschließen von Sachen oder das Kategorisieren, das ist eigentlich genau das, was spaltet. Ja. Und das ist eben das, wo ich sage, das möchte ich nicht. Mhm. Weil wenn wir alle Werkzeuge nutzen, die wir haben, dann kann Großes geschehen. Total. Und das finde ich einfach schön. Und wenn Schulmedizin und sich das andere die Hand reicht, dann haben wir das größte Potenzial auf Erden. Und deshalb sage ich, ich bin nie gegen etwas, sondern wenn nur für etwas. Ja. Und ich glaube, es braucht wieder viel mehr Menschen. Und ich bin überzeugt, wenn du hier bist und uns zuhörst, dass du auch einer davon bist, die einfach wirklich wieder dem vertrauen, was wirklich da ist. Das klingt so klischeehaft. Doch es ist wirklich der Ort, wo wir frei sind. Und wenn wir wieder spalten, das ist ein Zeichen von Enge. Da ist Enge in unserem System. Und ich, für mich und auch so wie ich es lehre, ist einfach das Ziel, weit zu bleiben. Egal, ob das Leben uns Corona bringt oder was anderes, ich bleibe weit. Ich bleibe weit. Und wenn wir weit sind, dann müssen wir gar nicht mehr spalten. Dann sind wir sowieso frei. Und ich glaube schon, dass deine Art von Arbeit das total unterstützt und
auch wieder fast ein bisschen so, ah, jetzt kann ich mal wieder ankommen, zurückkommen, heimkommen, in mich hineinfühlen. Ja, ich finde das auch immer wieder schön, wenn Menschen das dann auch wirklich äußern können. Also das ist für mich auch jedes Mal wirklich ein Geschenk. Ja. Und ich sage auch immer wieder, also diese 3 Jahre, wo ich jetzt da im Studio bei uns bin, es hat wirklich, glaube ich, keinen Tag gegeben, wo ich jetzt gesagt habe nach der Arbeit, ich fühle mich jetzt gestresst. Mhm. Weil es einfach, was mir einfach auch so viel zurückgibt, wenn sich die Menschen dann so öffnen und wenn wir jetzt gemeinsam etwas bewirken können. Und ich finde es einfach schön und ich bin jedes Mal also wirklich dankbar. Ja, schön, das ist die Demut. Mhm. Die Demut, dass ein Mensch sich dir öffnet und dein Vertrauen schenkt und oder dir das Vertrauen schenkt. Und ich glaube, das Miteinander, das, wie du so schön gesagt hast, also dieses Geben und Nehmen, dieses im Austausch sein, dieses ich unterstütze dich und dennoch bekomme ich auch was. Und Und ich glaube, wenn ich so zurückdenke, zum Thema Berührung, ist mir vielleicht auch noch ganz wichtig zu sagen, ich hätte früher nie daran gedacht, was ich mit Berührung bewirken kann. Mhm. Im Krankenhaus, da bekommt man ja immer eigentlich gelehrt, schon in der Schule, oh, da musst du die Handschuhe anziehen und da nicht zu nah und nicht anfassen. Und auch bei mir, das hat sich wirklich so in meinem Verstand eingeprägt gehabt. Also mir war gar nicht bewusst, was könnte ich eigentlich durch Berührung bewirken. Und auch diese Hemmschwelle, möchte ich eigentlich diesen Menschen berühren? Wo ich dann irgendwann angefangen habe zu hinterfragen, warum nicht? Ja. Was spricht dagegen? Oder was ist jetzt in dem Moment mein Thema dahinter, warum ich das nicht möchte? Und so hat sich das eben auch so ergeben. Deswegen viele Kunden oder auch Menschen, die Kurse bei mir machen, sagen, ich weiß nicht, ob ich das kann. Und das ist dann eben immer schön, weil meistens sind das genau diejenigen, die dann zum Schluss beim Kurs heimgehen und sagen, ach, das war jetzt echt sehr lehrreich und ich bin ein Stück gewachsen, ich habe viel von mir gelernt und ich möchte jetzt einfach was bewirken und berühren. Ja. So schön. Ich glaube, die Welt braucht wieder mehr Berührungen. Auf jeden ob das Fall. Ein Lächeln ist, ob das ein Kompliment ist, ob es der Blumenstrauß ist, den du mir heute geschenkt hast, diesen wunderschönen, all das, das sind Berührungen. Hier diesen Raum, den wir geöffnet haben, die Begegnung mit dir, die zuhört oder der zuhört. Ich glaube, dass wir wieder viel mehr Räume schaffen dürfen. Und wie gesagt, es ist kostenlos. Ja. Und jetzt natürlich eine Massage kostet das und so weiter, das darf es auch, das soll es auch. Doch die zwischenmenschliche, alltägliche Berührung, die wir wieder pflegen und hegen dürfen, ist effizient. Ja, das sehe ich genauso. Und wir bewirken einfach ganz viel damit. Und wie du schon sagst, es kostet uns nichts. Ob ich jemandem jetzt am Morgen ein Lächeln schenke, einen schönen Tag wünsche oder wäre es auch jetzt einfach eine Umarmung. Ja. Der Tag fängt aber anders an. Ja. Und vor allem schon mal, ich denke mir, was ist, ich glaube, das dürfen wir noch reinnehmen, wie berühre ich mich selbst? Gehe ich eher rumpelig mit mir um oder stehe auf und kritisiere mich schon oder küsse ich mir einfach mal links und rechts auf die Schulter. Ich nehme mich, das habe ich mir angewöhnt, mich in den Arm zu nehmen oder am Abend auch, wenn ich schlafe, mir und meinem Körper zu danken, dass er mir den ganzen Tag gedient hat, meiner Seele zu danken, meinen emotionalen Körper zu danken, meinen Gedanken zu danken. Und wir brauchen, glaube ich, nicht, vielleicht widerspreche ich da jetzt einigen, aber dieses ganze Tagebuch und Dankebuch schreiben und so weiter ist wieder im Kopf. Es geht viel einfacher. Es geht darum, wie berühre ich mich? Wie streiche ich mir das Haar? Mache ich so oder mache ich es anders? Ja, ich glaube, das ist einfach die Achtsamkeit, der Respekt, irgendwo die Wertschätzung auch uns gegenüber. Und es sollte vielleicht jeder mal wirklich probieren, sich selbst zu achten. Wir wissen ja oft gar nicht, wie fühlt sich das an. Und wenn man da bewusst hinfühlt, dann fühlt man auch, das ist gar nicht so ein schlechtes Gefühl. Und sollten wir vielleicht irgendwo öfters mal machen. Und ich glaube, da dürfen wir aber noch ganz viel lernen, weil das ist auch wieder eine Erziehungssache und eine Gesellschaftsgeschichte.
Doch das Leben ist gnädig. Das Leben ist so gnädig mit uns und wir können jeden Moment neu entscheiden und schon allein die Hand aufs Herz legen, haben sie wissenschaftlich getestet auch, erzeugt einen anderen Energiefluss in uns. Und das sind so Gesten, wo ich mich selbst berühre und das dann auch wieder weitergeben kann. Und wir hatten noch nie so viel Zugang zu Wissen, kostenlosem Wissen auf Social Media, auf den ganzen Netzwerken. Wir sind Wissende, doch wir sind viel zu wenig Umsetzende. Und ich glaube, dass wir den Verstand jetzt über Jahrzehnte so stark trainiert haben, die ganzen Mentaltrainings, die ganze Mentalkraft, jetzt geht's tiefer. Wir müssen tiefer gehen, wenn wir wirklich eine Veränderung auf der Erde sichtbar erleben möchten. Und das beginnt bei uns. Ja, wir dürfen wieder fühlen lernen. Ja. Das wird eine kleine Herausforderung für uns alle, glaube ich, irgendwo werden. Ja, ja. Aber ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Doch, das geht's. Und dann beginnt mal die Phase, das kennst du vielleicht auch, dann sprechen wir über Gefühle. Jetzt fühle ich mich so, dann fühle ich mich so, dann fühle ich mich so. Und dann beginnen wir es wirklich zu fühlen und dann wird es normal. Dann wird es alltagstauglich. Ja. Ja. Ich glaube, da dürfen wir hin. Da müssen wir, glaube ich, hin. Ja. Ich glaube nicht mal, dass wir nur mehr dürfen. Ich glaube, dass die Zeit ruft und reif ist, zu sagen, wir schenken uns wieder das, was das Schönste auf Erden ist. Ja, stimmt. Das ist Liebe. Das ist wirklich Liebe. Und die Freude, hey, wir sind gemeinsam hier, wir können das gemeinsam schaffen. Und deshalb schenkt euch eine Massage bei der wundervollen Petra. Wie gesagt, es gibt ein ganzes Repertoire an Möglichkeiten. Ihre Hände wirken für mich wie Elbenhände. Schau, was sie bei dir bewirken. Sie ist in Brixen. Doch ich werde verlinken auch dann den Instagram-Account. Und ich glaube, ich habe auch eine Homepage, also da, wo ihr die Petra finden könnt und wo ihr euch berühren lassen könnt. Und ich gebe dir jetzt, Petra, wir können noch ewig weitersprechen. Ich gebe dir das Schlusswort. Was möchtest du noch den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben auf ihren Weg? Was will ich mitgeben? Ich glaube einfach, ich möchte ihnen mitgeben, dass wir wieder mehr auf unser Herz horchen, auf unser Inneres horchen, was brauchen wir wirklich, und dass uns auch bewusst ist, dass wir einfach der Schöpfer, die Schöpferin auch unseres Lebens sind, dass wir keine Opfer sind. Das sehe ich auch immer wieder, wo einfach dann auch gesagt wird, ja, aber ich kann das nicht und der hat das mit mir gemacht und das ist passiert und das ist scheiße und irgendwo, wo ich dann immer wieder sage, nein. Es ist immer alles eine Frage auch der Perspektive. Wie gehe ich mit dem um? Was möchte ich daraus machen? Wie hinterfrage ich? Was sind meine Bedürfnisse? Wo möchte ich überhaupt dahinter schauen? Jedes Mal eine Aufgabe auch. Also ich schließe mich da jetzt natürlich auch ein. Und lasst euch berühren. Berührt gegenseitig. Traut euch auch. Und wir haben alle irgendwo Magie in unseren Händen. Und ich würde es einfach schön finden, wenn wir die auch, ja, wenn die auch wieder was bewirken darf. Und ich freue mich natürlich über jeden Einzelnen dazu. Mir kommt auf eine Massage, auf eine Behandlung, auf ein Gespräch, was auch immer in dem Moment wichtig ist oder gebraucht wird, dann meldet euch natürlich gerne. Und danke dir, liebe Miriam, für alles und für dein Sein und wirklich auch von Herzen. Also ja, wenn ihr euch mal was Gutes tun wollt, Miriam, meldet euch. Also es ist echt ganz, ganz etwas Besonderes und danke dafür. Danke dir, liebe Petra. Und ich finde, das ist so, das ist die neue Zeit. Es braucht keine Konkurrenz mehr. Ja, es ist ein Miteinander, ein Weiterempfehlen, ein sich freuen, wenn die andere in Fülle leben darf und wenn Menschen in deine Berührung kommen können. Du hast so was Schönes gesagt und das greife ich als Schlusswort auf. In jedem von uns liegt Magie in unseren Händen. Doch freigesetzt wird sie erst, wenn wir wirklich lernen, diese Magie nach außen zu tragen und vor allem zuerst zu uns selbst zu tragen. Deshalb danke für deine Zeit, für dein Sein und ein wunderschönes Weitergehen mit all dem, was du noch gebären wirst auf dieser Erde.
Und danke euch fürs Zuhören, für eure Zeit. Und wenn ihr euch noch mal mehr berühren lassen möchtet und auch mehr erfahren möchtet, dann gibt es auch bei mir noch ein Angebot, ein Event am 9. November. Liebst du, lebst du, wo es auch darum geht, sich gegenseitig zu berühren. Es braucht nicht immer Worte. Manchmal ich bin dabei. Ja, schön. Genau, die Petra, ich berühre schon mal mit der Petra und fühle dich natürlich frei. Doch schenk dir Räume, egal, das muss nicht bei uns zwei sein, das kann überall sein, wo du wirklich wieder zu dir findest. Das ist das Kostbarste, was es auf der Erde gibt. Schön, dass es euch gibt und bis zum nächsten Mal. Teilt gerne diese Folge mit euren Freunden, so können wir beide hier mit euch wachsen. Und das ist dann auch wieder ein Austausch, ein Geben und ein Nehmen. In diesem Sinn, alles Liebe. Dankeschön. Wir sind wie ein Spiegel im